Ja, hallo Freunde der Nacht. So, heute haben wir mal spaßiges TikTok von Nastia und ja, wir reden da über ja, Beziehungen zwischen einem Narzissten und einem Dependenten. Und sie sagt, sie studiert Psychologie, hat sie im Studium gehört und das will sie mal weitergeben. Oh ja, ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal erstmal an, das Ganze, ne? Psychologie und ich hatte in dem heutigen Seminar einen der größten Aha-Effekte meines Lebens. Wisst ihr, was die stabilsten Beziehungen sind zwischen Mann und Frau? Die Beziehungen, die ein Leben lang halten und nicht zerbrechen, zwischen einem narzisstischen Mann und einer dependenten Frau. Ein Mann, dem es nur um sich selber geht, seine Wünsche, seine Bedürfnisse und einer unfassbar abhängigen Frau, die ihm all diese Wünsche erfüllt und einfach nicht los von ihm kommen. Das sind einfach die stabilsten Beziehungen. Ich war geschockt. Gut, also mich kriegt das mittlerweile nur total auf. Ich versuche das mal in Worte zu fassen. Also sie hat nicht ganz unrecht, ne? Sagen wir mal gleich, dass sie das in Psychologie, also sie sieht ja nun wirklich jung aus. Kann mir nicht vorstellen, dass sie schon im Hauptschul, also im Master ist. Aber gut, vielleicht, aber dass man sowas im Studium hört, ich weiß es nicht, war ich dabei. Großes Fragezeichen, weil eigentlich diese ganzen, was auf YouTube so besprochen wird, findet im Psychologiestudium eigentlich so gut wie nicht statt. So, da redet man über Bindungsstile und nicht den Narzissten und die okay, Dependente, okay. Vor allen Dingen, weil das ja Sachen sind, die eh bald völlig ausgemerzt werden und die Begriffe wird es bald nicht mehr geben. Also, habe ich Mühe, mir vorzustellen. Aber gut, gucken wir uns mal, was stimmt. Also was die Forschung tatsächlich sagt, ist, dass, also die sichersten Beziehungen, würde ich natürlich definitiv sagen, sind zwischen zwei bindungssicheren Menschen. Also ich meine, das kann man einfach nicht sagen, dass solche kranken Beziehungen, dass das die sichersten sind. Aber sie hat schon einen Punkt. Was stimmt ist, dass die Forschung sagt, dass Beziehungen zwischen Verlustängstlern und Bindungsängstlern, so oder Plus- und Minuspolen, dass sie sehr stabil sind, so, ne? Nicht so stabil wie zwischen zwei Pluspolen oder zwei Minuspolen. Oder gibt es ja noch tausend andere, naja, tausend nicht, aber es gibt auch noch andere Konstellationen mit so einem vierten Bindungsstil, so einem chaotischen Bindungsstil. Und es gibt tatsächlich nur zwei stabile, das sind zwischen zwei Bindungssicheren und zwischen Pluspol und Minuspol. Das stimmt, ne? Und das ist auch die absolute Haupttätigkeit als Paartherapeut, kommen immer diese Paare mit Plus- und Minuspol. Und man spricht nur häufig nicht von Bindungsängstlern und Verlustängstlern, weil, ja, also jemand, der vielleicht 10 Jahre in einer Beziehung ist, dann also als Bindungsängstler, ja, da redet man eher von Attacke-Rückzugskonflikten oder irgendwelchen Zyklen oder systemischen Kreisläufen, die werden da beschrieben, aber letztlich laufen die auf sowas hinaus, dass einer halt im Rückzug ist und einer mal wieder hinterherläuft. Und die sind sehr stabil, absolut richtig. Und auch absolut richtig ist, ich habe ja so die Arbeit von Ross Rosenberg da ein bisschen aufgebohrt. Der hat ja diese geniale Skala gemacht von plus 5 bis minus 5. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, da geht es eigentlich nicht, es gibt zwar ganz viele Überschnitte, aber geht es eigentlich nicht um Bindungsangst, Verlustangst, sondern um Egozentrik, Narzissmus, also genau, was sie jetzt hier sagt, versus Dependenz, Co-Abhängigkeit, so, ne? Und der hat dann eine Skala gebildet. Ich habe da nur Plus- und Minuspol umgedreht, damit es zu meiner Arbeit passt. Also da würde man jetzt sagen, ja, zu jemand, der so minus 5 narzisstisch ist, also jetzt so als breiten Begriff, ne, braucht es jemand, der plus 5 co-abhängig ist. Also es muss auf 0 aufgehen, sagt er immer. Es muss auf 0 aufgehen, sonst sind die Beziehungen instabil, ne? Das ist richtig, ne? Absolut richtig. Das ist auch Kern meiner Arbeit, ne? Gibt es auch in meinem Umsonstmodul auf liebeschipp.de. Guck dir das gerne mal an, dieses Kapitel über toxische Beziehungen, da sind auch diese Skala mit drin und so weiter. Absolut richtig, ne? Und sobald, deswegen sagt man ja auch immer, Umprogrammierung des Liebeschips geht in die Richtung, also du versuchst aus plus 5 rauszukommen und damit bist du automatisch, selbst eine bestehende Beziehung bringst du in Unruhe. Warum? Weil du mehr für dich eintrittst, für deine Grenzen. Und dann fliegt sie halt irgendwann auseinander, selbst wenn man es gar nicht will, weil du nicht, die Beziehung nicht mehr auf Null ausgeht, ne? Das ist absolut richtig, ne? Aber wie sie das hier so suffisant wieder sagt, zwischen einem narzisstischen Mann, also es ist Stand der Psychologie, ich meine, das steht sogar im neuen
in diesem neuen Diagnosensystem drin, dass neuen ICD-10, glaube ich sogar, oder im neuen DSM-5 steht drin, dass Frauen sind genauso häufig narzisstisch wie Männer. Das ist, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand heutzutage im Studium sagt. Ja, es gibt, man hat, deswegen wird das ja auch alles aufgebohrt jetzt. Ja, man hat früher haben öfter Männer Narzissmus gekriegt und Frauen eher Borderline Histrionie, was aber auch, deswegen gibt es ja diesen ganzen Cluster da, Cluster B, wo man sagt, Narzissmus ist eigentlich das Hauptthema, ne? Auch, oder eins der Themen. Man redet ja von diesen dramatischen Persönlichkeitsausprägungen. Und ja, Borderline-Histrionie kann eben auch so dramatisch sein. Oder man sagt, das hat eine hohe Komorbidität mit Narzissmus. Natürlich gibt es auch Borderliner, das sage ich, habe ich auch mal in meiner frühen Videos schon gesagt, die jetzt nur so in der Co-Abhängigkeit sind, gibt es auch. Aber ist ja auch egal. Wir wollen jetzt, müssen hier keine lange Abhandlung machen, letztlich. Und das, deswegen ist das für mich billiger Clickbait, wieder zu sagen, wieder dieses Opfernarrativ zu bedienen, was sich durch ganz Social Media zieht, ne, so der böse Narzisst, meistens immer Mann, und die arme Frau, die unter die Räder kommt, und es gibt diese riesigen, also wenn ich wirklich richtig erfolgreich sein wollte, müsste ich auch diese, bin ich ja schon, aber noch viel mehr, müsste ich auch noch mehr dieses Opferthema bedienen, ne? Was ich aber nicht kann, weil es einfach falsch ist, dass sie immer nur Opfer sind, diese Pluspole. Ja, sie werden verarscht, ich diskutiere das ja auch in meinen Mails, aber man hat eine eigene Mitverantwortung, dass man zu lange drin bleibt, dass man sich den Scheiß immer anhört, dass man vielleicht selber auch eine Menge, viele, das sagen auch viele von meinen Klienten, viele so Pluspole können auch total toxisch sein, so in anderen Zusammenhängen. Die können in der nächsten Beziehung selber total ins Minus gehen. Die können in ihrem Pluspol völlig ausflippen, ne, und völlig die Fassung verlieren. Und da kannst du nicht immer sagen, es ist immer der, wer auch immer das dann ist, der Narzisst schuld, sondern ja, das ist eine gemeinsame Dynamik. Man kann auch nicht sagen, dass, also Schuld ist sowieso ein ganz schlechter Begriff. Also beide zusammen kreieren hochtoxische Chaosbeziehungen, wo natürlich vor allen Dingen der Pluspol drunter leidet. Also da bin ich auch völlig der gleichen Meinung. Aber es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also man kommt einfach über einen gewissen Punkt, das habe ich ja auch in meinem Neue Dimension der Liebe beschrieben und vom Opfer zum Gestalter, kommt über einen gewissen Punkt in eurer Persönlichkeitsentwicklung, kommt ihr nicht hinaus, wenn ihr in diesem Narrativ bleibt, ich habe an nichts Schuld. Und das zieht sich immer noch durch ganz Social Media. Ich habe an nichts Schuld, immer die Bösen. Und wenn ihr mal arbeitet mit diesen Menschen, die immer sagen, sie sind nur die Opfer und die Bösen anderen Narzissten, und dann stellt ihr auf einmal fest, wow, also ganz, also einige oder viele, aber sehr viele davon sind selber total krass drauf und beleidigen dich vielleicht, wenn du mit denen arbeitest, und machen dies, machen jenes und kriegst ekelhafte E-Mails, wo du denkst, wo ist denn jetzt die Co-Abhängigkeit? Wo ist die denn jetzt? So, ne? Also es ist viel komplexer und wie gesagt, die Rollen können schnell wechseln innerhalb einer Beziehung, von Beziehung zu Beziehung. Deswegen redet man eigentlich modernerweise von Täter-Opfer-Beziehungen, womit auch gemeint ist, ich habe ja auch mal gesagt, das sind so 3D-Beziehungen, niederschwingende Beziehungen, wobei beide sind in der Niederschwingung, ne? Also beide sind in ihrem Schmerzkörper, im Trauma und vollführen dann die gleichen Tänze, die sie vielleicht schon als Kind erlebt haben. Ja, ist super scheiße, aber du kannst, meinetwegen hat auch einer mehr Schuld oder so, aber du kannst, aber Verantwortung haben beide, dass sie da drin sind, ne? Du wirst heute nicht mehr gezwungen, da drin zu sein. Und ich, also wenn man mit den Leuten arbeitet, sage ich auch in meiner Ausbildung immer wieder, man muss echt aufpassen, dass man, ich meine, ich habe das selber ja auch schon erlebt, deswegen verstehe ich das, aber man schlägt als Berater manchmal die Hände über den Kopf zusammen und man denkt, wieso denn jetzt noch eine Runde, warum rennt man da wieder hin? Und das ist, muss man alles mit ganz viel, habe ich damals auch gebraucht, ganz viel Verständnis darf man damit arbeiten, und trotzdem darf man auch sagen, hey, was du machst, ist echt, das ist ein Wahnsinn, ne? Du läufst immer wieder ins offene Messer rein, so, ne? Und also insofern, ja, ist jeder für seine eigenen Wunden zuständig, und was sie hier macht, ist, vor allen Dingen finde ich immer lustig, wenn man, was absolut in Ordnung ist, aber wenn man seinen Körper selber inszeniert, auf einem TikTok nach dem anderen, und dann sich aufregt über Narzissten, ich weiß nicht, das kickt irgendwie nicht so gut rein, also nicht, das, was ich einfach nur sagen will, wir alle haben narzisstische Anteile, so, ne, wir alle, und wir alle, weil wir alle ein Ego haben, und das Ego ist, also Ego und Narzissmus ist eigentlich das Gleiche, so, ne, und wir alle haben Ego, und wir alle reagieren teilweise narzisstisch, und
Und das ist auch nicht nur was Schlechtes. Man spricht ja manchmal auch von so einem gesunden Narzissmus, dass man sagt, ja, so eine gewisse Schutzfunktion des Egos ist auch gut und sich auch um sich drehen ist gut. Nicht umsonst, also im Gleichgewicht, ne? Selbstliebe und Fremdliebe, ne? Aber deswegen sind auch Narzissten häufig so viel mehr beruflich erfolgreicher, so, ne? Weil sie auch an sich denken. Natürlich viel zu viel, ne? Wie gesagt, die goldene Mitte wird es eigentlich machen. Und deswegen, ja, funktionieren diese Beziehungen, also sie funktionieren eigentlich überhaupt nicht gut, komme ich gleich nochmal zu. Aber ja, sie beide sind sozusagen Arschengel füreinander und beide könnten aneinander wachsen, aber das meistens der Minuspol scheißt ja meistens drauf, das stimmt natürlich, ne? Aber da jetzt von stabilen Beziehungen zu sprechen, das ist nur stabil, wenn du dich auf eine Krümelbeziehung einlässt als Pluspol, wenn du sagst, okay, ich bin einverstanden damit, dass ich immer weniger kriege, weil du wirst ja immer uninteressanter für den Narzissten, weil du ja gar nicht mehr diese, also du bietest dem ja auch keine Bestätigung mehr, wenn du da dich wie so ein Wurm verhältst, ist das für den Narzissten ja auch total langweilig, der zieht da keine Bestätigung mehr draus und dann rückst du immer weiter nach hinten in seinem schwarzen Notizbuch. Und da wirst du garantiert nicht die Einzige sein in der Beziehung. Ne? Deswegen davon stabil zu sprechen, wenn der Narzisst oder die Narzisstin ja, wahrscheinlich mehrere Leute am Laufen hat und du bist da in so einer Krümelposition, wo du ab und zu nochmal einen Brosamen abkriegst. Ja, wenn das dann Stabilität ist, ja, und du dich immer weiter vor die Hunde gehen lässt und so. Okay, aber wie sie das hier so füßern sagt, das ist einfach wieder... Das ist Stufe 1, sage ich immer. Ja, es gibt, hier hat es einen Täter und ein Opfer gegeben, ja. Ne? Und da musst du aber weitergehen. Warum? Warum mache ich das? Warum bin ich in dieser Beziehung? Warum? Und wie gesagt, zu 95% sehen wir auf YouTube und Instagram immer noch, ich weiß, hat sich auch immer noch nicht geändert, weil, warum? Weil es am meisten geklickt wird, ne? Immer noch diesen simplen Content, wo die Rollen scheinbar klar sind. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr mit diesen Leuten arbeitet, merkt man, dass die Realität viel komplexer ist. Und gerade die Leute, die am lautesten schreien, da ist der Narzisst, haben selber krasse Anteile in die Richtung. Gut, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, aber ich muss das einfach immer wieder, weil mich richtet das teilweise so auf, dieser Clickbait, der damit gemacht wird und der die Leute einfach nicht weiterbringt und die Gesellschaft auch immer mehr spaltet. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das kann sie bestimmt besser, denke ich. Ich glaube, da gibt es noch bessere Sachen aus dem Psychologiestudium. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.